eine tolle Sache, weil endlich mal hautnah Politik erfahren werden kann und wo man auch Möglichkeiten hat, selbst aktiv zu werden und nicht immer nur Sachen auf andere abschieben kann, sondern dass man einfach lernt, wo man, wie gesagt, auch selbst sich einbringen kann. Dass das vielleicht mal so ein bisschen motiviert, auch mal in so einem Jugendparlament mitzumachen, sich mal zur Wahl zu stellen, dass man einfach mal einen Eindruck bekommt. Also ich finde das super, das Projekt. Die Jugend ist die Zukunft. Insofern müssen wir sehen, dass wir in die Zukunft denken. Die Kinder und Jugendlichen für die Politik zu begeistern. Weil das sind unsere zukünftigen Politiker. Und dann wurde vorgeschlagen, dass wir Pimp Your Town durchführen. Und ich halte das für eine gute Idee. Und ich glaube, die Abstimmung war einstimmig damals, dass wir dieses in der Gemeinde Winsen machen wollen. Wir sitzen seit geraumt 2 Stunden hier und bearbeiten Anträge, die Sie gestern in der Schule hier erarbeitet haben. Und dort sind einige wichtige Punkte genannt. Um mal ein bisschen zu erfahren, was jüngere Leute überhaupt in Winsen sich wünschen und vorstellen, was jetzt innerhalb von 10 Minuten auch eigentlich schon ganz gut geklappt hat. Die Kinder können wirklich die Sachen einbringen, die sie für ihre Gemeinde und für ihren Ort interessant finden und die Sachen, die sie auch konkret betreffen. Also von Bushaltestellen, die verlegt werden können, über geänderte Abfahrtzeiten, verbesserte Busverbindungen. Ich habe da einen ganz guten Eindruck. Ich glaube, es ist insgesamt hier sehr intensiv und sachlich auch alles diskutiert worden und es sind gute Vorschläge dabei. Dass es für die Flüchtlinge eben auch Häuser geben sollte. Dass in Winsen eine Hallenskaterbahn gebaut wird. Dass in den Dörfern mehr Angelegenheiten sind zum Spielen. Das sind Anregungen, wo ich sage, ja, die müssen wir auf jeden Fall und werden wir mitnehmen und da könnte auch was draus werden. Die Turnhalle wird auf jeden Fall umgesetzt, der Sportplatz wird auf jeden Fall umgesetzt. Politik ist letzten Endes das Zusammenspiel aus ganz, ganz, ganz vielen Ding. Junge Menschen gehören dazu, auch junge Menschen, die noch gar nicht wählen dürfen, die ihre Meinung noch gar nicht so kundtun können. Und von daher sind junge Menschen in Bezug auf die Zukunft ernst zu nehmen. Eben weil gerade in der Politik oft Ältere vertreten sind, das ist einfach nicht böse gemeint, sondern das ist eine Altersfrage. Und da ist es dann natürlich schon so, dass die Meinung der Jugendlichen ganz wichtig ist, dass die auch irgendwo eine Stimme findet, wie jetzt mit so einem Projekt. Weil sie dann das Gefühl bekommen können, dass sie gehört werden, dass sie wissen, wo sie Wünsche und Ideen loswerden können. Ich halte es für sinnvoll, dass solche Projekte regelmäßiger durchgeführt werden.